Meine Damen und Herren, wir haben schon gehört, dass Luise Rainer vom Wiener Theater direkt nach Hollywood geholt worden ist. Ich habe eine Liste der Schauspielerinnen herausgesucht, die im Anfang die Oscars bekommen haben. Katharine Hepburn, 33, Claudette Colbert, 34, Betty Davis, 35, Luise Rainer, 36. Luise Rainer, 37. Das erste und einzige Mal in der Geschichte des Oscars, dass für schauspielerische Leistung die beste Schauspielerin 2 Jahre hintereinander vergeben wurde. Luise Rainer, um ein paar Worte zu sagen, hatte nicht etwa die Geburtsstadt Wien, wie es in den einschlägigen Lexika auch in Amerika heißt, sondern Düsseldorf. Sie hat mir erzählt, warum Wien da drin steht. Wollen Sie das sagen? Ja, das Ganze. Entschuldigung, ich habe eine schlimme Erkältung und ich kann nicht sehr gut sprechen. Aber das war, weil damals war es die Hitlerzeit. Und Louis Bimer wollte nicht, dass man Deutschland erwähnt. Und ich bin in Düsseldorf geboren, in Deutschland. Und er hat eben verbreitet, dass ich in Österreich geboren war. Jetzt ist Luise Rainer da. Nicht ganz gesund, aber morgen und übermorgen wird sie unsere schöne Stadt wahrscheinlich anschauen wollen. Ja, sehr. Und ich darf ihr den Rosenhügel überreichen. Oh, vielen, vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr,